So, liebe Leute, herzlich willkommen. Champions League Prognosen mit heiserem Hals und schnupfiger Nase. Utze, servus. Ja, guten Morgen. Wir wollen mal ein bisschen noch die Champions League aufdröseln hier im FIFA 16 vom Allerfeinsten. Ja, leider kein Stream. Das wird denjenigen schon aufgefallen sein, die heute das Video schauen. Denn wie gesagt, mit einer Erkältung spielt sich schlecht. Drück mal auf OK oder was ist los? Spielst du in. Ich spiele in Schwarz dann. Ja, genau. Im Champions League Outfit. Pep Guardiola sagt, die Greenkeeper in London machen einen guten Job. Ja, aktuell ist das doch das Einzige, was bei Arsenal einen guten Job macht, wenn man sich mal so die Situation in der Champions League anguckt für Arsenal. Erschreckend schwach. Ja, 0 Punkte gegen zwei wirklich brutal schwache Gegner. Ja, gegen Zagreb und gegen Piräus. Oder heißt brutal schwach, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber Piräus hat auswärts gewonnen, in London. Jo. Ja, die stehen jetzt auch nicht zu Unrecht in der Champions League, muss man sagen. Aber auf dem Papier ist Arsenal klar Favorit gewesen und muss die normalerweise auch schlagen. Ja, es sind halt auch Mannschaften halt natürlich aus anderen Ligen dabei, ne, wo man jetzt so nicht so auf dem Schirm hat. Also ja, ich tue mich da immer noch ein bisschen schwer. Aber der eine oder andere Mannschaft hat mich schon überrascht, so von der Stärke her. Auch Eindhoven hätte ich dieser nicht so stark eingeschätzt. Ja, stimmt. Dafür, dass das jetzt zwei Leistungsträger weggegangen sind, wie Depay, ne, zu Menu und der Wijnaldum ist ja auch auf die Insel, zu Newcastle. Hätte ich nicht gedacht, weil auch der Kapitän von der Mannschaft weggeht, ne, und dann eben der beste Torschütze, dass man trotzdem noch in der Champions League mitspielen kann, sieht man ja an Eindhoven. Genau. Ja, für die Bayern Pflichtprogramm, oder? Ja, wenn man sich mal anguckt, wie Arsenal gestartet ist in der Champions League Saison, dann ist es ein Pflichtprogramm und für Arsenal ist das schon, also stehen schon mit dem Rücken zur Wand, ne? Also wenn das ganz blöd läuft und alle gehen, denke ich mal, von dem Sieg der Bayern aus, dann ist Arsenal mit 0 Punkten nach 3 Spielen schon, ja, einfach raus kann man nicht sagen, aber dann wird es ganz, ganz dünne. Oh, ich hätte mal noch Probeschießen machen sollen, da war schon eine enge Chance hier. Ja, bin echt gespannt. Auf jeden Fall auf dem Papier ein schönes Duell. Mein Arsenal ist immer noch ein großer Name in England. Ist es ja, die sind auch so europäisch gesehen der Top-Mannschaften Arsenal halt, ne? Also ist schon was drin. Der Kader gibt's ja auch her, ne? Alexis Sanchez zum Beispiel. Jo. Haben wir gerade hier im Fokus. Özil, der ja auch in der Liga extrem stark spielt. Halt aber er ist auch Licht und Schatten, oder? So wie er da wahrgenommen wird von seinen von der Presse jetzt. Jo. In London ist das nicht selbstverständlich. Oh, bisschen weit. Ja, ich glaube auch, den größten Leistungsdruck üben in England die Medien aus, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, ist halt ein brutaler, transparenter Sport halt auch, ne, dort. Also genauso wie bei uns, noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, ne? Ja, denke auch. Weil es auch internationaler ist, ne, also... Oh, lahm, nicht durch. Ja, ich habe ja in der Karriere, habe ich ja auf die Eier gekriegt von Arsenal. 3-1, glaube ich, oder? Ja, 3-1 verloren mit den Bayern. Ich hoffe mal, das wird für die Eier. Also ich sehe da auch gar kein Problem. Also ein bisschen Verletzungspech haben die Bayern noch aktuell, aber der Kader fängt es halt auf, ne? Also ja, na klar. Ich meine, Arsenal kann auch nicht in Bestbesetzung antreten. Ich glaube, da sind einige auch angeschlagen oder nicht dabei. Aber wie gesagt, an einem normalen Tag dürfte das für Bayern kein Problem sein, auch wenn sie in London spielen. Ja. Wie siehst du das mit dem Wenger? Meinst du, der wird noch ewig bleiben in Arsenal? Also müssen auch irgendwann nochmal Titel folgen? Schwer zu sagen. Man wirkt ja immer so ein bisschen unantastbar, ne? Man ist jetzt auch schon so viele Jahre bei London. Trotz einiger Nichterfolge. Misserfolge kann man ja nicht sagen, aber. Er hat ja letztes Jahr den FA Cup geholt, das war ja schon was. Das ist richtig. Aber ich glaube, letzte Meisterschaft von Arsenal, ich weiß gar nicht, wie lange die her ist. Aber oh, das weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt gar nicht. Da gab es eine mal in den Tausendern noch. Wo sie doch kein Spiel verloren haben. Ah jo, stimmt. Da gab es noch mal eine. Oh! Mal raus, das Ding. Da haben sie noch mal eine Saison komplett ohne Niederlage gespielt. Das war heftig. Mhm. Könnte den Bayern ja auch blühen. Ja, Partie gegen Werder. Kann man das als Gradmesser nehmen für das Spiel gegen Arsenal? So, Arbeitssieg, ne?
Einfacher Arbeitssieg, ne? Arbeitssieg, da kann man auch. Die werden auch anders auflaufen. Ja, braucht man gar nicht groß ausdiskutieren. Das Spiel, das war einfach ein klarer Arbeitssieg. Werder hat gut dagegen gehalten. Ich habe das Spiel ja auch über 90 Minuten gesehen. Werder hatte durchaus schon die Möglichkeit auszugleichen, aber ja. Ich sag ja immer, es fehlt halt manchmal den Mannschaften dann einfach, ne? Auch so ein bisschen am Glauben vielleicht auch, ne? Wirklich, ja. Ne, Glauben, so wie dann auch der letzte Wille. Ja. Zumindest hat man das Gefühl. Ich denke mal nicht, dass es so ist. Aber bei einigen Vereinen kommt es dann schon so rüber, ja. Ja? Oh. Kann man mal so stehen lassen. Ja, ich tue mich auch schwer, also. Ja. Ich spiel's ja mal bayerisch. Siehst du schon, also Ballkontakt, Ball ist jetzt kein Problem. Mit den Bayern aber dann auch effektiv nach vorne zu gehen, ist schwer. Ja. In den paar Minuten, die man hat. Wo war ich stehen geblieben? Ja, 0-0-0. Ja. Ballbesitz, ansonsten. Ja, schon schönes, mögliche Partie auf jeden Fall. Ja. Aber eine ganz komische Aufstellung. Wird da auch, glaube ich, in FIFA würde ich dann schon mit zwei Spitzen spielen. Aber hab's jetzt mal so übernommen, wie es ist. Die spielen ja häufig mit einer Spitze. Aber die ruschieren ja halt viel. Das wird halt ein bisschen schwierig dann vom FIFA oder gar nicht vom FIFA umgesetzt in der Qualität, wie das die Bayern im Real Life machen. Ne? Dass man dann eben ratzfatz, also innerhalb von wenigen Minuten, die Position wechselt. Und dann genauso stark ist auf der jeweiligen Position. Ja, stimmt, ja. Das macht natürlich auch die Gegenspieler dann, oder für die Gegenspieler schwierig, weil die natürlich nicht so in der Defensive mit ruschieren können. Ich hab jetzt mal gewechselt in der Halbzeit, hab mal Giroud gebracht. Na, der kann was. Den finde ich gar nicht so schlecht. Aber ist auch wieder so ein Spieler, der. Oh, knappes Ding, ey. Wenn er muss Bock haben, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Auch bei der französischen Nationalmannschaft, ne? Also. Ja, ist, ist, nicht, so, ist, nicht, ist nicht, nicht so verlässlich wie ein Benzema. Nee. Bisschen weit, könnte aber noch ein bisschen erlauben. Platz, ja. Gut. Aha, wichtig. Jetzt mal Konter. Ah, das war geregelt. Regelt. Ah, da geht noch was. Thiago, Mann, Schuss! Oh. Mann, Schuss aufs Tor, komm, das ist wenigstens für die Statistik. Zumindest Richtung Tor. Ja. Chancen plus für die Bayern. Ah, weil laufen bei ihm nicht mehr viel drin. Also, ja, stimmt. Hat schon wieder das Tempo rausgenommen, der Hardliner. Boateng aber auch in der bestechenden Form zurzeit. Also für mich momentan eigentlich der beste Innenverteidiger der Welt. Kann man wirklich so stehen lassen. Jetzt auch nach dem Spiel gegen Dortmund, das war schon beeindruckend. Ja, das ist immer so das i-Tüpfelchen für die Verteidiger, wenn die dann auch noch es schaffen, Offensivakzente zu setzen. Und wenn der mal seinen wuchtigen Körper da Richtung 16er bewegt. Ja, stimmt. Schon Wahnsinn. Er hat halt auch das Tempo, ne? Er hat Tempo, er hat auch die Technik. Und die Technik natürlich, eine präzise Pässe zu spielen, ist schon außergewöhnlich stark, ne? Gerade was häufig gespielt wird zurzeit, sind die langen Bälle auf den Flügel zu dem Costa, ne? Also, ja, das ist ja heftig teilweise von Alonso. Deswegen stellen sie ihn auch ganz gerne zu, weil der zieht die Dinger da wirklich auf den Punkt, ne? Also. Jo. Das ist schon beeindruckend, ja. Aber Guardiola muss ein bisschen von seinem ursprünglichen System abweichen, ne? Aufgrund der Stärke von Costa. Immer da musste man, glaube ich, schon ein bisschen umstellen. Ah, schon griffig hier die Bayern, ne? Also. Ja. Oh, Scheiße! Oh! Oh, aber das war Pressing, ne? Ja, ach du Scheiße. Pressing, sag ich dazu. Jetzt war mal ganz kurz Mutzmäuschen still hier. Der wollte ihn zurückspielen, ja. Aber er rafft es nicht. Mit seinem Helm. Tschech rafft es nicht, ja. Badekappe zu weit runtergezogen. Ja, geht gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Aber das Pressing hilft. Es hilft anlaufen wie ein Bekloppter.
Ah, oh, da ist das Tor! Da ist das Ding! Freut er sich noch. Bellerin, Junge. Bellerin. Oh. Ja, Sachen gibt's. Ja, aber er hätte mit den Händen nicht ran können, deswegen schmeißt er sich auch nicht hin. Ja, aber ich sag mal so, ist ein Ball. Oh Gott, ist aber ein Ball, den kann man als Torwart eigentlich erlaufen. Geht einen halben Meter ja vor ihm frei. Also das ist jetzt. Und der war ja auch für ihn gedacht. Also war ja jetzt nicht irgendwie einfach blind zurückgeschlagen. Oh, hier wieder Trick aus der Hogwarts-Schule, wa? Von Müller. Ja, der bin dabei! Mit einem, hast du schon gesehen, mit einem 75 Millionen Marktwert? Nee, ja, ist abgedeckt worden, ja? Ja, 75 Millionen. Von 55 auf 75. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist eine Wucht. Oh. Und Lewandowski mit 70. 70 Millionen, ja? Oh, da machen sie jetzt die Bayern, machen Konkurrenz dann hier zu den Topstars. Ansonsten soll man sagen, sie hätten keinen Star. Ja, Lewandowski, der hat auch nochmal zugelegt. Also, es ist ja mal interessant, dass die Spieler sich häufig auch noch beim FC Bayern nochmal weiterentwickeln, ne? Ja. Obwohl, bei Lewandowski, der war auch schon bei Dortmund. Ne, da war er auch schon außergewöhnlich stark, ne? Hat sich mal die 4 Tore gegen Real Madrid zurückgeändert, das war schon beeindruckend. Und bei Dortmund hat er ja wirklich auch über 3 Jahre wirklich konstant sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Also jetzt zu sagen, er wäre erst bei Bayern aufgeblüht, wäre auch nicht richtig. Im Gegenteil, er hat bei Bayern ja am Anfang auch einen relativ schweren Stand, ne? Ist aber dann jetzt gerade in der letzten Saison, beziehungsweise, abseits von mir, vor allem in dieser Saison nochmal richtig explodiert. Ja. Ja, aber es ist wieder sowas, so ein Top-Mannschaftsphänomen, einfach, ne? In Top-Mannschaften läuft es dann eben auch ein bisschen einfacher, ne? Ja, klar, ja. Wenn man jetzt sagen, vergleichsweise mit Ronaldo, ich denke mal, die Hälfte seiner Tore sind dazu verdanken, dass einfach die Mannschaft rundherum auch extrem stark ist, ne, und den Gegner unter Druck setzt. Ja. Ne, ist natürlich auch einfacher, als wenn er jetzt zum Beispiel bei Getafe unterwegs wäre. Ja, natürlich. Ne, da spielt man sich nicht so viele Chancen als Mannschaft, um die dann auch zu verschrecken. Aber gut, bei Bayern hat Lewandowski auch einen guten Stand und kriegt die Bälle auch postwendend zugespielt. Ne? Also, wollte gerade sagen, ja, man ist, egal wie gut man ist trotzdem immer abhängig von seinen Mitspielern. Teil der Mannschaft, richtig. Ja. Meiner Meinung nach sogar vielleicht sogar 60-70% anteilig, ne? Jo. So, Ergebnis 1-0 kann ich mir auch vorstellen. Also ein Sieg, ja, für die Bayern auswärts in Arsenal bei der aktuellen Champions-League-Form von London. Oder also von Arsenal. Sogar, ja. Für mich kann es sogar deutlich werden. Ja, wenn es mal wieder ins Rollen kommt, ist man so, also... Ja, das es wird entweder, ne, wird's ein knapper Bayern-Sieg, oder wenn das Tor früh fällt, dann kann es vielleicht sogar deutlich werden. Also ich tippe aber trotzdem mal auf ein leistungsgerechtes 2-0 für Bayern. Ja, gehe ich mit. 2-0 ist in Ordnung. Kann sich sehen lassen. Ja, inklusive Eigentor. Das hat er entschieden. Eigentor, ja, genau. Ja, zumindest von den Werten war es verdient. Ja. Vom Anteil, ne? Vom Spielanteil. Gut.